Achso. Geht schon wieder weiter. Was geht? Alles klar? Sorry, das Bierchen war dann doch zu viel. Du sollst, ich kann nicht. Ja, du kannst. Na klar kannst Nein, du. Nein, tut sie nichts. Hey, gehört alles zum Abenteuer. Tut mir leid, dass ich alles versaut habe. Keine Panik. Das ist alles nicht so schlimm. Das mal mit dem... Ruh dich aus. Komm einfach nach. Ich glaube, Julia hat echt alles eingepackt. Man kann den Preis echt riechen. Aber ihr gefällt's. So, jetzt kann man weitermachen. Moment. B ist zurück. Ja, ja, will ich speichern. Zurück. Fortsetzen. So, jetzt müsste es besser eingestellt sein. Okay, probieren. Schau mal. Ja, jetzt siehst du. Jetzt. Die Quicktime-Events und sowas musst du dann auch mit dem machen, mit den Entscheidungen. Du musst einfach nur mit dem richtigen einstellen. Okay, das ist abgeschlossen. Was haben wir denn hier? Eine Vorhang. Warte, noch einmal, warte. Noch einmal. Das ist ein Kammerl. Okay, schauen wir mal, wo ist denn das Kammerl? Da, wo er jetzt gerade ist, der Bruder. Aber das ist sicher, dass das dort ist? Ja, da. Ja, ja, aber nein, da, in dem Kammerl war das, in dem da. Ja, in dem liegt er ja. Im rechts oder geradeaus? Rechts im Kammerl ist er geguckt. Ja, da. Da liegt er drin? Ja. Sicher? Vor mit dem Gerät. Okay. Und irgendwas hat er vorher gerade geleuchtet, wie du vorbeigegangen bist. Was wieder runter? Ja, das ist, wenn du nicht gescheit schaust. Weiter nach hinten. Nö. Das ist das verschlossene Kammerl. Danke schon, WeirdTech. Danke fürs Following. So, kannst weiter. Du kannst ruhig weiter in Ruhe spielen. Ich quatsche mit den Leuten. Hallöchen. Was ist das?
habe ich mir vorher angeschaut. Da siehst du das Frack. Was sieht man das Frack? Eine B25. Eine was? Eine B25. Ja, ein Kampfbomber. Ein amerikanischer aus dem Zweiten Weltkrieg. Für Leute, die was das nicht kennen, darum. Schaut aber doch gut aus. Kann ich andere Fracks, die beschissen ausschauen. Was bist du? Eine Katze. Also Leute, ich sehe hier nichts. Siehst du was? Ich sehe nichts, ich sehe nur das weite Meer und Schaum. Außer das gruselige Ding, was da gerade verschwindet und wieder auftaucht. Ich glaube, das ist Markierung zum Tauchen. Oder was meint ihr, Leute? Das ist Bermuda 3. Was haben wir schon? Kann ich über Bord gehen? Nein. Nein, noch nicht. Jetzt noch nicht. Kann ich über die Reling kotzen? Das hat der Bruder schon gemacht. Die finde ich auch nicht. Ich will raus! Was mit dir, Schurke? Hey! Hallo. Ich glaube, sie wird nicht reden wollen. Ich habe sie vorher wütend gemacht. Hangi! Okay, also. Das ist das Kreislaufgerät. Viel cooler als normale Atemgeräte. Das Ding nimmt all das CO2, das du sonst ins Wasser bläst, und bereitet es wieder auf. Und verringert beim Auftauchen die Dekompressionszeit. Echt klasse. Okay. O2-Check fertig. Wow, 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 wow. Immer mit der Ruhe. Check erstmal dein O2. Danke für deine Hilfe. Okay, ihr Clownfische. Ich guck mal, was Fliss gerade so treibt. Benimm dich, Conny. Metall. Ich glaube, das ist, was ist das, Elektroschocker? Und das andere ist eine Kamera. Entscheide dich! Hab den Bangstick. Das habe ich schon gehört. Man kann nicht mal die Leute im Chat fragen, was entscheidet euch? Ich kann ihn gar nicht schreiben. Oh. Hm. Vielleicht schmeißen wir das Ding heute Nacht nochmal an. Nur für uns beide, ganz allein. Mit Bangstick oder ohne? Da platzt der Bukabine glatt ein Bullauge. Die schauen aus wie Lego-Taucher. Ja. Oh, Katze. Hoppla, alles gut? Mehr oder weniger? Schade, dass Fliss so verklemmt ist. Sie tut ja, als wollten wir das Flugzeug plündern. Hey, als... Ja, wäre cool. Ein klitzekleines Etwas tut doch bestimmt niemandem weh. Das bleibt unser Geheimnis. Das Wrack wird ja auch nicht täglich überprüft. Da. Diese Form. Das muss es sein. Oh, ho, ho. Das ist ja viel größer, als ich dachte. Scheiße. Ziemlich unbeschädigt.
Das ist ein sensationeller Fund. Suchen wir nach einem Weg ins Innere. Hey da, Captain. Kleines Bier mit dem ersten Offizier? Du bist nicht mein erster Offizier. Zweiter Offizier. Nein. Alles fit, Schiffsjunge? Immer noch nein. Dein spendabler, gut aussehender Kunde bittet darum, ein goldenes, kühles Gebräu mit dir genießen zu dürfen. Was jetzt? Mich billigen. Such dir aus. Ich muss mich auf deine Freunde konzentrieren. Nettes Boot hast du hier. Wie bezahlt man sowas? Was meinst du? Lange Geschichte. Lange Geschichte. Das ist kompliziert und wirklich schwer zu erklären. Ich bin ein komplizierter Kerl. Nur zu. Ja, da geht's um jede Menge Lauferei zur Bank. Und Unterschriften für Dokumente mit jeder Menge Nullen drauf. Es ging um einen Kredit? Du bist klüger, als du aussiehst. Vielleicht könnte meine Familie in dein Geschäft investieren. Was da? Das ist ein sehr nettes Angebot. Ich schätze, darüber können wir reden. Weißt du was? Ich sorge lieber dafür, dass die Duke of Milan nicht auseinanderfällt. Ei, ei. Das ist meine. Ich habe eine Frau. Ich habe die Frauen. Du hast die Kerle. Sieht sie irgendwas? Ein Bild. Okay, sie sieht nichts. Schade. Was ist das, Klopapier? Nö, Salzstreuer. Schau mal, wie es dem Bruder geht. Ich will nur schon, ob ich irgendwas nicht übersehe. Jetzt ist die andere Tür offen, oder? Oh, was ist das da? Das hättest du übersehen. Da ist noch sein Bild. Ich hab doch gesagt, da ist was. Da ist eine Vorahnung. Warum behalte ich die bloß? Okay, da geht jemand. Bölle. Da hinten? Ja. Aber ich gehe mal gucken. Da ist irgendwas. Dass der nicht kalt ist. Sind die Truppen? Da haben wir schon reingeschaut. Was ist das? Leg's zurück, das gehört dir. Oh, die Unterwäsche. Schatz, ich muss stehlen. Ja, in Weiberunterwäsche. Muss ja sehen, wie die Konkurrenz die Höschen ausschauen. Konkurrenthöschen. Ah. Achso, ah. Wie läuft's? Umgehauen von einem Bier. Mann, ich bin eine Lusche. Hey, du bist im Urlaub. Übertreiben gehört dazu. Ich gründe jetzt den Club der Zurückhaltung. Bin schon Mitglied. Auf Lebenszeit. Hoffentlich amüsieren sich die Turteltauben da unten. Besorgt. Ich hoffe, sie wissen, was sie tun. In der Tiefe macht man keinen Blödsinn. Alex war nur albern. Seinen Tauchschein hat er aber mit Auszeichnung bestanden. Neugierig, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Kannst du gut mit deinem Bruder? Schon mein ganzes Leben. Julia hat Alex um den kleinen Finger gewickelt. Ich muss wieder rauf. Dann bis später. Was ist denn der andere? Was, der? Was, welche die da? Kann ich da rein? Du kannst ja deine. Nö, das ist wahrscheinlich das Schild. Ich bin zu fett. I'm too fat. Ich bin zu fett. Ja, dann raus mit dir. Leute. Wir sind so fett. Wir sind alle so fett. Wir können nicht durch. Warte, jetzt guck mal. Was sieht sie zu ihrem eigenen?
Genau dasselbe. Okay, sie sagt nichts dazu. Ah? Aha. Sie hat reagiert. Kann ich das aufheben? Nö. Doch. Ja. Wow, das ist kein normales Frage. Also was ist das jetzt für einer? Eine B29er, keine B25. Hast dich vertan? Ja. Weil ich die Kanzel oben fürs Cockpit gehalten habe. Das kennen wir schon alles. Kannst du schon zurück? Okay, passt. Also bist du jetzt sicher, welches das ist? Mhm. Für ein Flugzeug. Weil die hat 4 Triebwerke. B25 hat nur 2. Oder? Na, auch 4. I'm stupid. You're not stupid. Ich sehe da ein Boot auf uns zukommen. Ja, Retour. Ich bin hier am Reden. Ja, ich will mit ihm reden. Hallo. Ja, oder an Steuer. Ich würde an Steuer gehen. Okay, zu spät. Was wollen Sie? Kein Boot der Küstenwache. Wir gehen nicht in den Knast. Was machen wir jetzt? Besorgt. Das ist komisch. Sei einfach still und sag nichts Dummes, okay? Nicht so nah ran, Leute! Wir haben Taucher im Wasser! Das Boot ist kaputt, siehst du? Unser Boot! Das regeln wir schon, Mann. Ist kein Problem. Was meinst du, würden 10 Mäuse reichen? Oh, mein Fehler. Sagen wir 20. Oh Mist. Meinst du doch eher 30? Krieg ich noch hin? Ja, ich schmeiß noch mehr okay, mit. Okay, Jungs, ihr könnt echt gut feilschen. Schon gut. Hier, nehmt einfach den ganzen Pott. Oh, ist das ein Trottel. Wir werden bestimmt wiederkommen. Reiche weiße Typen. Conrad hat was von einer Öffnung gesagt. Conrad, wirklich? Wirklich. Beim Heckgeschütz. Ah, gut gemacht, Conny. Eine Luke, da kommen wir durch. Keine Luke, das ist Polo. Gefährlich sein. Ladies first. Ich will nur mal kurz anmerken, heilige Scheiße, Alex, wir haben es geschafft. Ist doch unglaublich. Ein Traum wird wahr. Sehen wir uns doch lieber etwas um. Los, los, los. Bist du er oder bin ich... Siehst. Also, okay, ich will sieh mal. Im Bombengestell hängen Rettungsboote. Interessant. Eins von den Rettungsbooten fehlt. Geheimnis. Ob sie es benutzt haben? Mal sehen, was es sonst noch gibt. Aufpassen, ich habe schon ein Quicktime-Event gehabt. Das habe ich gerade noch so gerettet.
aufpassen, dass ich nichts übersehe. Warte. Mein Gott. Er hält was fest? Nö, nein. Wow. Was ist hier nur passiert? Ich denke, sie wussten um ihr Ende. Weiter schwimmen. Was? Nur da oben. Okay. Was war das? Sehen wir nach. Oh, schnell. Knarre in der Hand. Ja, und was jetzt? Achso, weiter nach vorne. Ich hätte da haben wir uns gerissen. Ist doch schön warm. Dich hat's gerissen. Ja, dich auch. Du warst noch nicht gerade leise. Von der Murine. Pilot und Co-Pilot. Ja, ich hab kein gelacht Top. Nur einfach. Flugzeugabsturz. Echt kein schönes Ende. Langsam. Das Zeug liegt schon ewig hier unten. Ja. Ich jetzt nicht, danke. Ja, was zivil ist aber. Julia! Oh Gott! Fass sonst einfach nichts mehr an, klar? Toll. Blöde Kuh. Er hält was nein, fest. Nein! Zurück. Nicht, dass wir abkratzen. Leute, das ist eine blöde Kuh. Komm schon. Schwimm. Einfach schwimmen. Was machen wir? Oh, was ist das? Was tut die tut schon wieder anfassen. Oh. Großes Kaliber. Mhm. Einschusslöcher. Großes Kaliber. Der ganze Rumpf durchsiebt. Brad flippt noch aus, wenn er das sieht. Na, weiter schwimmen. Ich schwimme in die richtige Richtung, ich weiß es nicht. Nein, falsche. Die falsche? Achso. Komm schon raus, blöde Kuh. Ah, warte, da ist noch was. Zurück. Dreh dich! Dein Mikri-Arsch. Was? Ah, das war wieder. Okay. Und wie komme ich jetzt wieder raus? Dann schwimm noch mal zu ihr. Da geht's nicht weiter. Ja, dann musst du zu ihr wieder. Oben war was. Wo war was? Oben? Mhm. Wo war was oben? Oben hat's geblinkt. Oh! Hinter dir, ja. Ja, warte. Ich da siehst du es. Ich versuche gerade in die Höhe zu Wir müssen hier raus, jetzt! Oh Gott, Alex! Drama. Das ist ein grauer Riffhai. Kein Interesse an uns. Komm schon. Warte.
Okay. Warte, das ist der richtige Zeitpunkt, aber ich war mir auch nicht ganz sicher. Wer kann sich da schon richtig sicher sein? Was willst du? Weißt du? Oh. Unter Wasser sieht man schlecht, aber ich knie vor dir. Aha. Julia, willst du mich heiraten? Ich... Oh Mist. Wir sind fast gestorben. Sorry, Alex. Ich hab nicht... Ich wollte... Wir sind fast gestorben. Julia, ernsthaft? Was? Liebevoll ja. Alex, wow. Das gibt ja eine Story. Mit Happy End? Ja. Ja, klar will ich dich heiraten. Okay, starker Held. Wollen wir jetzt aus dieser nassen Todesfalle fliehen? Liz, hier Julia. Wir kommen rauf. Over. Hey, wo kommt das andere Boot her? Warte. Julia, erst die Dekompression. Hey. Scheiße. Was zum Teufel? Wir müssen da rauf. Warte, die Dekompression. Dani. Ja, was? Was denn? Du entscheide. Sorry, tut mir leid. Mein Bruder ist da oben. Julia, sei nicht blöd. Du musst ein paar Sekunden warten. Das dauert ja ewig. Das ist ja Folter. Noch ein paar Sekunden. Okay, jetzt. Los, los. Hey, was zum Teufel ist hier los? Was war denn los? Alles cool, Mann. Alles wieder im Lot. Oh, gar nichts. Dein Bruder hat einfach meinen Grill in die Luft gejagt. Conrad, bist du bescheuert? Was war mit dem anderen Boot? Diese Fischer sind voll in die Tauchleine gekracht. Wen juckt's?